Allein, wie schön, dich wiederzusehen. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken, dass du mich aus diesem Käfig befreit hast. Gern geschehen. Und als ob dein Kampf gegen diese Halunken nicht Beweis genug wäre, hast du es auch noch durchs Dojo geschafft. Du hast dir das Recht, mich herauszuholen, redlich verdient. Es hat mir ein Vergnügen, dagegen nicht zu kämpfen. Ich hatte schon lange keinen so würdigen Gegner mehr. Bist du bereit? Ich wurde bereit geboren! Sophia, der nächste Bosskampf direkt, okay. Luali, what? Die setzt ja auch. Okay. Irgendwas habe ich nicht verstanden. Das ist anscheinend eine Naturwasser-Arena und keine nur. Okay. Sicherheitshalber gehen wir mal komplett auf ihn, da auf den Kalabis. Au! Und auch noch vergiften dazu, ey. Aber der hat Botanophobie. Notumweise bin ich jetzt vergiftet. Ich mach nur doppelten Damage mit Elektro bei dem. Ist ein bisschen dämlich. Und da mach ich halt nur halben Damage, logischerweise, was ein Blätterangriff war. Boah. Ach nee. Am wenigsten machst du das auf meinen. Moment, das macht. Das. Hä? Das macht keinen Unterschied? Oder das macht ja gar keinen Damage bei dem. Sparasi finde ich fies. Sparasi finde ich echt ein fieses Ding. Also eh so gut wie tot. Sind beide irgendwie tot. Ich glaube, die überleben es beide nicht. Das ist fies. Ich habe nur eins davon erwischt von denen. Ja, der so den Sack ist schon mal durch. Fuck. Will ich möglichst viel Damage auf einmal machen. Oh, das macht ja gar nichts. Das macht ja gar nichts. Psychose. Psychose ist echt ein Ekel. Ja, geil. In drei Runden ist er wieder dead. Und vergiftet auch noch. Ja, klar. So, dann ist Skunky durch. Oh, das war eine dumme Idee. Ich sehe gerade gegen ein Elektro-Viech im Flug ein. Ich bin komplett dumm. Ich bin komplett dumm. Vergessen wir das. So wird es natürlich nichts. Wahrscheinlich mal einen Beleber einsetzen müssen. Sonst wird's schwierig ohne Beleber, glaube ich. Skunky wiederbeleben. Ja, der ist eh tot, mein Sky. Ach ne, in zwei Runden erst. Aber bald. Durch die Psychose. Wie viel Belastung selbst verletzt. Luali ist nicht mehr erschöpft. Sky ist nicht mehr vergiftet. Hypnotisieren das mal.
halt. Hypnose kommt nach meinem zurückgehaltenen Kroll. Ich will wenigstens den Luali noch mitnehmen. Der stirbt trotzdem, die Effekte bleiben bestehen, auch wenn ich die austausche. Genauso Gift, auch das Gift tickt weiter, wenn du die austauscht pro Runde. Ist also nur halb effektiv. So, da ist mein Sky ohnmächtig geworden. Ganki. Tuvai. Nice. Gegen Tuvai kann ich was machen mit Ganki. Ich weiß nicht, nur nicht, ob das reicht. Aua. Ah, das Gift tötet meinen Hutschick. Fuck! Fuck! Das Gift habe ich nicht geachtet. Leber Nummer 2 für Hutschik, oder? Sicherheitshalber. Der soll mal sterben. Ach, da kommt ja noch einer. Oh nee, da kommt ja noch ein Viech hinterher. Das sind die letzten. Ne, da noch 3. Schlagbohrmaschine. Nichts für. Was? Nichts fügt so viel rüstungsdurchdringenden Schaden zu wie ein Bohrer. Im Kopf. Okay. Oceara. Oh, das ist auch ein Wasserdingens, glaube ich. Mach ich jetzt einen Kettenblitz? Ich mache einen Kettenblitz. Eiswurfsterne. Oh, damit habe ich meinen Ganki getötet. Scheiße. Oh. Oder der hat es einfach ein. Yo! 2 Runden eingefroren? Können wir darüber nochmal reden? Wenn Seipat jetzt. Okay. Ich kann bedeutet. Alter Schwede. Könnt ihr mal aufhören, alle auf den zu gehen? Geht's noch? Holy moly! Tsunami? Ach komm schon! What? Und wieder? Alter Schwede, ist das ein Bullshit. Wie man ständig nur eingefroren ist. Also es sind 2 eingefroren. Ne, warte mal, unterkühlt. Seipat ist nur unterkühlt. Aber warum ist eine Ganki sofort eingefroren? Weil Ganki schwach gegen Wasser ist? Ne, eigentlich nicht. Also, meiner Meinung nach nicht. So, die sind jetzt beide übel ausgepowert, ja? Ich hab's mit meinen Items jetzt komplett ausgelaugt. Jetzt machen wir noch einen Beleber. Auf
Skunky, Energiemanipulation oder ein Beta-Ausbruch. Mit Beta-Ausbruch können wir vielleicht mal einen killen. Nope, not even close. Ja, es hat auch keinen Sinn ergeben, so richtig. Also es hat kein Double Extra Damage zumindest von Wasserattacken gekriegt. War einfach nur sofort, ich glaube, es war vorher schon unterkühlt irgendwann. So. Du machst mal Zorn. Und du rüst dich aus. Also ich mich heilen können derzeit, glaube ich, oder? So, jetzt ist das Problem. Ich glaube, das Ding ist vor mir dran. Nee, ist es nicht. Das schon mal nicht. Jetzt kann ich beide von mir töten. Oh, ich bin sogar mit beiden vorher dran. Jawohl, ich hab's geschafft! Zwar irgendwie 3 Beleber eingesetzt und 5 Salbe plus, aber ich hab's geschafft! Okay, ich war auch unterlevelt, aber... Wow, das war ein toller Kampf. Ich habe nicht mehr so viel Spaß gehabt, seit ich selbst noch Lehrling war. Du hast 700 gewonnen. Ja, ich habe auf jeden Fall mehr Geld eingesetzt, als ich hier gewonnen habe. Aber du bist kein Lehrling mehr allein. Von diesem Moment an wird dein Name in den Büchern der Arisola Dojos festgehalten, und zwar als einer von uns, als vollwertiger Bändiger. Herzlichen Glückwunsch, das hast du dir redlich verdient. Oh, da habe ich das Surfbrett bekommen. Okay. Ein hochqualitatives Surfbrett eines Meisters des denizianischen Handwerkers gehörte erst Dojo-Meisterin Sophia, nun gehört es dir... Ja, das ist mein Surfbrett. Ich will, dass du es an dich nimmst. Ich habe nichts Besseres, um dir zu danken, und ich werde sowieso eine Weile lang nicht surfen. Also bitte nimm es. Ich bin sicher, dass dir nach dieser ganzen harten Arbeit ein bisschen Surfen auf dem Siljaro ganz gut tut. Und außerdem kann man so am besten Wassertempt empfangen. Wie kann ich noch besser werden? Wenn du ernst damit meinst, ein besserer Bändiger werden zu wollen, dann musst du dir größere Herausforderungen suchen. Ja, ich glaube, du bist bereit. Es ist Zeit, dass du einen Schritt nach draußen machst. Reise nach Omninesien und finde einen Mann namens Raviri. Er ist der Meister des Dojos von Mokupuni und ein alter Freund von mir. Er wird dich unterrichten. Omninesien? Wie komme ich da hin? Es gibt nur einen Weg. Mit dem Luftschiff. Geh zum Luftschiff-Terminal und suche nach einem Luftschiff namens Narwal. Sein Kapitän ist eine alte Veteranin Adia Turai. Auf die kannst du dich verlassen. Viel Glück und frohes Bending. Ich bin stolz auf dich, Selain. Und ich weiß, dass Professor Konstantinos das auch sein wird, wenn er davon erfährt. Puh, okay.